Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Wild Hearts. Bei Twitch nach einer Ewigkeit, bei YouTube wahrscheinlich eher weniger. Ja. Beim letzten Mal, ich hoffe, ich erinnere mich noch gut genug, es ist wirklich bei mir jetzt mindestens 2, 3 Monate her, dass ich Wild Hearts gespielt habe, weil das Farming einfach so unendlich lang gedauert hat. Ich meine, diese Sonnenschwinge oder wie die heißt, hat Minator angegriffen, so ungefähr gegen Ende. Danach hatte ich mich dazu entschlossen, erstmal farmen zu gehen, damit meine Waffen irgendwie ansatzweise bei High Rank hier sind. Also ich sehe das ja als High Rank an. Und man muss echt sagen, das Farming bei dem Spiel macht echt kaum Spaß. Also ich kann jetzt hier mal eben kurz zeigen, weit ich jetzt mit den Waffen bin. Also ich habe hauptsächlich die Katanas erstmal nur gegrindet, damit ich da hauptsächlich mit allen irgendwie hier zu den stärkeren Versionen direkt kommen kann. Ich habe auch bei den Krallen beispielsweise ein, zwei schon dort unten. Und auch bei der Kanone bin ich sehr nah da dran. Ich habe beim Farming übrigens auch ein Bag gefunden, beziehungsweise eine Sache, die man ausnutzen kann. Ich weiß nicht, ob das gewollt von dem Entwickler des Spiels war, aber ich habe rausgefunden, diese Repetierarmbrust. Also, nee, warte, nicht da. Das Teil hier, das kann die Gegner nicht killen. Also man kann die aufstellen, aber sie können das Monster nicht umbringen. Das habe ich offscreen rausgefunden. Das hat mich mega glücklich gemacht, weil ich dadurch rausgefunden habe, dass ich das Teil einfach für mich eventuell, wenn das Vieh am Humpen ist, noch ein bisschen was abbrechen lassen kann. Ich brauche danach auch nur einen einzigen Hieb setzen und das Ding fällt um. Also ja, ich habe einen Weg gefunden, wie man ein bisschen leichter farmen kann. Ich kann das eventuell bei der erstbesten Jagd auch direkt zeigen. Ich überlege gerade nur, was ich heute als allererstes jagen will. Übrigens für die, die das Projekt jetzt erst sehen, beziehungsweise relativ neu sind. Bei dem Spiel habe ich keinen Avatar im Bild, weil das Avatar-Programm und Wild hat sich absolut nicht vertragen. Also habe ich beides am funktioniert, beides nicht richtig. Ja. Also wir müssen auf jeden Fall noch ein Kapitel 3 Vieh umnieten. 5 Kapitel hat das Spiel. Ich überlege gerade nur, was greife ich an? Ich könnte den Perlmutschnabel angreifen. Oder die Hakenkralle. Bei den normalen Viechern, da sage ich auf jeden Fall, auch wenn das die mächtigeren Versionen sind, das habe ich glaube ich vom letzten Mal schon erwähnt, aber ich erwähne es hier nochmal, das sind vom Prinzip trotzdem die gleichen Gegner, deswegen würde ich die bei YouTube zumindest rausschneiden. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel gegen den mächtigen Smaragdgleiter kämpfe, das sieht YouTube nicht. Ich würde den beispielsweise bevorzugen auch heute, damit ich irgendeine stärkere Waffe habe, damit wir hier richtig loslegen können. Also ja, ich würde jetzt den Smaragdgleiter oder den Vogel bekämpfen. Ich gucke einfach mal, welches von den beiden Waffen ich eher schmieden könnte. Ja gut, hat sich geklärt. Das Smaragdgleiter-Ding, das kann ich eher basteln. Ich will, wenn hier auf die Elementwaffen gehen. Also ich gehe jetzt beispielsweise nicht den Strang hier. Da gehe ich lieber den hier. Da sind zwar wahrscheinlich auch sehr gute Fähigkeiten drunter, aber das wäre so extremes Farming, Leute. Da müsste ich wieder 10 Milliarden Stunden investieren und da habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Lust drauf. Ich gucke einfach nochmal eben kurz bei meinen Katanas. Ich habe die auf jeden Fall alle so, dass ich direkt zu denen runter kann. Floragrunzer wäre noch ein bisschen Arbeit in Sicht. Ja, und hier bräuchte ich einfach nur generell Herzsteine. Wenn ich eh nur Herzsteine hier brauche, dann würde ich einfach sagen, gehen wir auf den Goldstachel, falls ich jetzt instant auf den gehen kann. Dann könnte ich nämlich von der Waffe, wenn ich jetzt 6 Herzsteine kriege, direkt auf die hier rüber gehen. Und dann hätte ich eine wesentlich stärkere Waffe, die auch Elementschaden drauf hat.
Im Übrigen auch noch was anderes, was ich anmerken will, ne? Also, ich habe hier meine Rüstung mittlerweile schon aufgewertet, ne? Es fühlt sich aber nicht so an, als würde ich irgendwie eine Aufwertung da bekommen. Also, ich habe ja auch die älteren Viecher nochmal bekämpfen müssen und gefühlt machen die mir denselben Schaden, wie sie es am Anfang getan haben. Also, da fühle ich keinerlei Aufwertung. So, kann ich das Vieh direkt bekämpfen? Nein. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Smaragdleiter, da kriege ich auch 5 Pferdsteine. Ich kann auch eben kurz hier zeigen, was ich hier eventuell ausgebessert habe. Ich habe zum einen die Kochdinger alle verbessert. Ich habe so ein Gärfass mir geholt, also so ein Gärbottich. Die Kiste habe ich verbessert. Und ansonsten habe ich hier halt auch nur Sachen ausgebessert, dass ich sie besser benutzen kann. Von den Punkten, die ich jetzt gerade habe, würde ich mir auch die größere Heilwassermenge hier direkt gönnen. Also ich habe zwei Sachen eigentlich sogar rausgefunden. Mit dem Hammer kann man echt gut diese Jagdarmpunkte rausprügeln, dass man an denen den Arm reinstecken kann. Ja, ich weiß, wie das klingt, Leute. So, ich muss so oder so ein weiteres mächtiges Vieh töten. Also nehmen wir den Smaragdleiter. Ich gehe einfach zum Eisensandstrand, würde ich sagen. Und YouTube sieht so am Ende der Jagd. Ja, bräuchte ich noch zweimal den Tropfstein. Oder einen Herzstein, dann könnte ich hier wenigstens schon mal die erste machen. Der verliert sogar so 15 Angriff. Ist genau die Waffe, wo ich auch erstmal nochmal Herzsteine brauche, um da nach unten zu kommen. Die nee, Erze. So schrecklich. Du musst so hardcore farmen, um mir eine Waffe weiterzukommen. Also ich bin durch Monster Hunter massives Farming schon gewohnt. So ist das nicht. Aber ich finde, bei Wild hat sich das nochmal zehnmal extremer, wie hart man farmen muss, um eine Waffe herzustellen. Ich habe locker 3 Stunden gebracht, in dieses Spiel reingebracht, nur um die 4 Waffen fertig zu kriegen. Dass ich die auf High Rank so gesehen habe und dann zu den Elementwaffen rübergehen kann. Also, Daniel, ja, das ist das ist perfekt. echt schrecklich. Wir werden damit große Fortschritte machen können. Uchishige hat alle zusammengetrommelt, um zu helfen. Wir müssen nur noch ein paar letzte Feinarbeiten an der Waffe vornehmen. Ich habe ihn noch nie so hart arbeiten sehen. Vielleicht sind wir ein Teil des Mannes, der er einst war. Wer weiß. Viele Menschen, die in Minato landen, hatten eine schwere Vergangenheit. Uchishige ist keine Ausnahme. Aber sein Groll scheint erloschen. Und er findet zu dem Samurai zurück, der er einst war. Allerdings. Minato ist ein einzigartiger Ort. Viele verschiedene Leute arbeiten hier zusammen. Und doch scheint ihr alle miteinander auszukommen. Wenn eurer Stadt ein Unheil droht, seid ihr alle füreinander da. Wirklich inspirierend. Verlasst euch darauf, dass auch wir unseren Beitrag leisten werden. Ihr und eure Handwerker seid doch längst ein Teil von Minato. Wir werden es gemeinsam mit Amaterasu aufnehmen. Würdet ihr bitte nachsehen, wie es Uchishige geht? Wir haben hier alles unter Kontrolle. Ach, und noch etwas. Wir werden zwar alle unser Bestes geben, aber niemand weiß, was dieser Kampf mit Amaterasu mit sich bringen wird. Womöglich wäre nun ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, welche Karakuri hilfreich sein könnten. Wenn das Unvorhergesehene eintritt, könnte ein einziges Karakuri das Blatt zu unseren Gunsten wenden. Okay. Warte, welche Karakuri soll ich ausrüsten? Ich habe genau dort mein Chatfenster immer. Sprungfeder und Flock brauche ich.
Ich wäre schon dafür, dass ich zumindest die Steinwaffen mir gönne, weil ich könnte mir vorstellen, dass das Vieh gegen Stein oder gegen Wasser schwach ist. Da müsste ich nur einmal eben kurz irgendwo Erdstein oder Erz einmal kurz erfahren. Da könnte ich einmal ganz kurz hier in die Mine gehen für. Einfach nur, damit ich eben kurz die nächste Waffe kriege. Eventuell hat ja meine Sammelstation ja auch genügend gerade dabei. Man soll mich übrigens an der Stelle mal nicht falsch verstehen, ne? Ich mag das Spiel. Aber es hat so viele Punkte, die man einfach nur kritisieren kann. Wie zum Beispiel, dass man am Anfang das Spiel gar nicht spielen konnte. Also das Spiel wirklich für jeden unspielbar war. Außer du hattest so einen 30.000 Euro PC, der wirklich die Leistung von einem Atomkraftwerk hat. Also, ja. Das Spiel hat sehr viele Punkte, die es unangenehm machen. Ganz allen voran finden, ne, dieses Erzfarm. Ich finde, maximal 5 Erze wäre nett. Maximal. Aber so 20 sammeln zu müssen, das, wovon du so gut wie nichts auf der Map findest, finde ich einfach zum Kotzen. So, jetzt können wir hier... Da haben wir es. Die Smaragdleiter-Waffe gönnen. Wir kriegen Kriegslustzorn, das was ich eh nicht sammeln kann. Und was mir auch nichts bringen würde. Was ist die andere Fähigkeit? Falkenauge. Auch eine Fähigkeit, die ich nicht nutzen kann. Aber hey, wir haben eine Elementwaffe. Das ist die Hauptsache. Diese Zackengrate habe ich übrigens schon gefunden, ne? Die da unten in der Liste stehen. Also die... Das sind so kleine Fellbüsche, die in den... Höhen hausen. Also auf der Map hier. So, bevor ich irgendwas mache, ich kann hier wieder was ausgeben. In was will ich denn investieren überhaupt? Dieses himmlische Zuckermolaker klingt eigentlich nach einer guten Idee. Da kann ich mein Aussehen anpassen. Ist unnötig. Unbesiegbarkeit für diese Flöcke. Okay. Das nutze ich eh nicht. Vielleicht gönn mir das. Und dann kann ich auch direkt meine Repetierarmbrüste verbessern. Wenn ich sehe, Repetierarmbrüste verbessern, nehme ich sofort. Die sind so mega gut. So sieht das Ding von denen aus. Das müsste ich auf einer Map platzieren können. So, Sprungfeder und Flock-Rakuri sind ausgerüstet. Warte, Sprungfeder und Flock? Warte mal. Welches Ding will das beides haben? Was wir jetzt als nächstes craften können. Ich könnte die Laternen verbessern, die ich eh nie nutze. Einfach mal dem Fragezeichen-Ding angucken. Das hier könnte es sein, die Harpune. Ja, das klingt sehr, sehr praktisch. Wir sind bereit. Ich bin auch bereit. So sehr wir eben sein können. Jeder kennt seine Position und seine Aufgabe. Wir werden uns dem Feind so stellen müssen. Was ist mit dir? Bist du bereit für die Jagd? Gefühlt nein. Ich bin definitiv nicht bereit. Na gut. Schauen wir uns ein wenig um. Noch nie zuvor hat die Stadt so zusammengehalten. Zumindest nicht, seitdem ich hier lebe. Und all das nur deinetwegen.
Du, der die Karakuri der Stadt wiedererweckt. Nein, ich bin schon bei Kapitel 3. Und uns vor dem riesigen Bären gerettet hat. Du hast diese Hoffnung entfacht. Ohne sie würden wir uns alle einfach dem Schicksal... Also ich bin nicht zum ersten Mal. Du bringst die Menschen dazu, an einen Sieg zu glauben. Das trifft auch auf mich zu. Und das schon seit du diesen Wolf für mich... Ich hab's nur vor, ein einziges Mal durchzuspielen. Es mag albern klingen, aber ich beneide dich, wie du einfach so über den heiligen Berg nach Minato marschiert bist. Mein Meister und die Prinzessin wären an deiner Seite sicher gewesen. Du bezwingst selbst Kemono, die andere nicht einmal berühren könnten. Als Suzuran dich für die Jagd nach dem Frostgrim vorschlug. Naja, wollte ich es nicht wahrhaben. Ich wollte dich anfangs nicht einmal zum Schloss bringen. Nicht mit dieser lächerlichen Imitation eines Arms oder diesem verdammten Bein. Ich wollte diesem Monster selbst den Garaus machen. Aber mein früherer Kampfgeist ist gebrochen. Doch wer sonst hätte dich dorthin bringen können? Und wenn du nicht zurückgekommen wärst, weil ich meine Hilfe verweigert hätte. Naja, ich brauche nicht noch mehr Gewissensbisse. Den Rest kennst du ja. Diese Last lag all diese Jahre schwer auf meinen Schultern. Doch jetzt ist sie etwas leichter geworden. Ich bin es jenen, die ich damals nicht beschützen konnte, schuldig, uns heute zu beschützen. Okay. Der Vogel. Der Vogel und der Affe. Also der Giftvogel. Wir kämpfen Seite an Seite, Yoshishige. Wir beide haben diese Schlacht schon so gut wie gewonnen. Wir sollten uns beeilen. Wer weiß, wann das Federvieh wieder zuschlagen wird. Samurai-General des Ishido-Clans, Ujishige Daidoji, ist kampfbereit. Yay! Ich versuche bei den Sequenzen immer die Klappe zu halten. Bitte storytechnisch übrigens nichts spoilern. Das steht auch extra in den Text. Keine Spoiler. Also los! Alle zusammen! Und ziehen! Das klappt ja anscheinend alles wunderbar, Natsumi. Ja. Mein kleines Schätzchen wird sie auf jeden Fall erwischen. Nach all den Mühen, die meine Vorfahren und ich in seinen Bau investiert haben, muss es das. Wer weiß. Vielleicht musst du dieses Mal ja nicht mit anpacken, Boss. Doch, muss ich, höchstwahrscheinlich. Es geht los. Zu den Waffen! Das wird jetzt bestimmt ein Spaß. Bereit! Also gut! Feuer! Hallo? Hallo? Verfehlt. Wir machen weiter. Okay. Ich steck dir gerade irgendwie so ein bisschen im Boden. Sie macht es schon wieder. Aber je näher sie kommt, desto leichter erreichen wir sie. Verschaffst du uns Zeit, Boss? Bremse sie aus! Nur eine.
ist gefährlich. Aber uns bleibt nichts anderes übrig. Wir brauchen leider noch Zeit. Könnt ihr sie in Schach halten? Gefiedelte Nemesis Amaterasu. Von zwei Stellen einfach instant auf 5 gesprungen. Los jetzt! Helft alle mit! Okay, nur 2 Punkte zum Anvisieren. Ich weiß, was ich haben will, nämlich das hier. Das wird dir nicht gefallen. Nimm das. Der Albtraum jedes fliegenden Monsters. Eine Armbrust. Aua. Bitte nicht runterschmeißen, danke. Es kann losgehen. Anscheinend sammelt sie Energie. Okay, den Hammer juckt es nicht. Ey. Kann ich hier irgendwo Fäden abbauen? Nö. Nein, lass das bitte. Nicht in einem Scheiding verprügeln, danke. Das wird dir nicht gefallen. Och, ich liebe die Armbrust. Mein Lieblings-Karakuri. Ist schön, wie die eine Armbrust einfach in die Wand reinzieht und einfach nichts tut. Ich schwöre, ich habe Ausweichen gedrückt. Ich gucke irgendwie in die falsche Richtung. Wir schaffen das. Ihr seid nicht leichtsinnig. Ihr seid nicht unverwundbar. Ich lebe noch. Ach, da in deinem Hintergefieder, ne? Da ist so eine schöne Stille. Darf ich die einmal bekapschen? Bist du so nett? Ich will nur einmal kapschen. Nimm das. Ich tue auch nichts Perverses, versprochen. Ich werde da nur einmal reingreifen. Danke. Fertig. Nimm das. Das wird dir nicht gefallen. Es klang überhaupt nicht pervers, wie ich das angekündigt hatte, dass ich da reinkapschen will. Könntest du bitte nicht so an der Kante stehen? Es kann losgehen. Nimm das. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Ach, da oben am Hals ist auch noch eine Stelle. Aua. Aua. Verdammt, ich kann den Kopf nicht greifen. Danke! Das direkt mein Hammer spüren. Das wird dir nicht gefallen. Okay, es ist wütend. Bereit für die zweite Runde! Das wird ich bin nicht so hundertprozentig sicher. Es muss klappen. Wir warten ab, bis sie verwundbar ist. Ich will sie nur irgendwie behindern. Aua. Was hast du gerade da abgefeuert? Ich hab's nicht gesehen. Ach, so ein Todeslaser, okay. Auch eine Möglichkeit auszuweichen. Los jetzt!
Das war knapp. Danke! Gerade rechtzeitig! Und da nicht was Schönes. Das wird dir nicht gefallen. Ja, sicher. Hast du gerade eine Supernova in mein Gesicht abgefeuert? Ein neuer Versuch. Bewahrt jetzt die Ruhe. Ich kann nicht nachgucken wegen Waffe, ne? Welche ich nehmen sollte. Oh, ich dachte, das Ding wäre noch aktiv. Ich hatte irgendwie diesen Gedanken, dass das Ding noch aktiv ist. Naja, passt, ne? Ich darf nicht. Hallo? Wo bist du? Ach, da. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Was hast du da schon wieder vor? Den Weltuntergang! Nein! Okay! Ich habe verstanden. Du magst mich nicht. Ihr werdet den Sieg finden. Danke. Gut reden, schwingen kann jeder. Es kann losgehen. Nimm das. Weg! Die Armbrust steht da oben, super. Irgendwas hat es runtergeschossen. Schnell einsammeln. Oder auch nicht. Aua! Das tut weh! Mit dem weiter ich verkacke, will ich wenigstens die Sachen mitnehmen. Fertig. Nimm das. Jetzt können wir nur noch die. Ich kann's kaum aushalten. Da steckt was in dir drin. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Darf ich da einmal grapschen? Danke. Wir müssen, was ich noch gar nicht probiert habe, ne? Funktioniert die Falle bei dir? Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Oh, hier liegt so viel Schönes. Ich greife in deinen Rücken rein. Das werde ich überhaupt nicht bereuen. Aua. Wodurch wird eigentlich die ganze Zeit mein Heilwasser aufgefüllt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. So ständig immer wieder aufgefüllt.
Dabei sammle ich keins ein. Magst du hier einmal reinlatschen? Ich weiß, es ist wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, aber ich frage es für einen Freund. Das wird dir nicht gefallen. Ich probiere einfach mal das Ding in die drin zu setzen. Fertig. Tatsächlich funktioniert. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Es kann losgehen. Nimm das. Fertig. Das wird dir nicht gefallen. Ich will weg. Bosch, vielleicht hilft ein Karakul. Oh. Versuch es mit der Schlinge. Bam. Fertig. Habe ich ihn runtergeschossen? Diesmal haben wir sie. Feuer! Ihr könnt das schaffen. Wir haben die Oberhand. Es ist tot! Bevor ich das erlege, liegt hier doch irgendwas. Gebt nicht auf! Tötet sie! Ihr habt die Kraft dafür! Tut es! Hier, hier guckt ihr mal meinen Hintern an. Die mächtige Amaterasu. Den kannst du eigentlich mal lutschen, du Scheißvieh. Behaltet jetzt die Nerven. Da hast du mich gerade eben einfach gewonnen jetzt. Alter, das sieht aus wie so ein Todesengel, beziehungsweise so ein Sensenmannvogel. Da oben ihn umbringen wäre jetzt nicht so sonderlich praktisch. Oh. Wenigstens gehst du mit mir baden. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Er lebt. Seht doch! Da! Ja. Er lebt! Ja! 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 Wir haben geschafft! Oh. Was für ein Glück. Da werden meine Beine ganz schwach. Oh. Welch ein Anblick. Ich hab Sonnenuntergang freigeschaltet. Was für ein Drecksvieh. Aber hey, ich hab ihn besiegt. Ja, ist gut. Ja, hinten links und. Geht behutsam damit um. Als würdet ihr eure Geliebte halten. Seht ihr auch den Schreibfehler da unten? Haltet sie doch selber. Oh, nein, nein! Mach
Ja, in die Richtung. So. Ja, etwas mehr nach rechts neigen, glaube ich. Bald sieht diese Stadt wieder lebendig aus. Hey! Hier drüben! Naja, es wird nicht alles so sein wie vorher. Aber die Leute wünschen sich sowieso ein neues Minato. Und ihr seid der Schlüssel dazu. Ihr habt euch ihr Vertrauen verdient. Das ist wahr. Und gemeinsam können wir eine bessere Stadt erschaffen. Und eine bessere Zukunft. Ich habe schon davon gehört. Es gab eine Menge Wirbel um dich, was, Boss? Jetzt sind wir Brüder. Die heutige Lektion bleibt bei dem, was du gut kannst. Du musstest doch noch eingreifen und uns retten. Hey, was ist los? Du willst dir wohl nichts anmerken lassen. Wenn es dir nicht gut geht, lass dich von Suzuran untersuchen. Hörst du? Was für ein harter Tag. Guten Morgen. Seid ihr wach? Ach, ja, wir sind verfügbar. Hoffentlich störe ich nicht. Wo stehst du, dass du so mit mir reden kannst? Achso, du benutzt dieses eine Ding. Waffenschmieden? Ich will nur die Amaterasu-Waffe sehen. Dann will ich gucken, was man hätte tun müssen, um einen Vorteil gehabt zu haben. Das ist nicht dein Ernst, ne? Ah, okay, da unten. Ich brauche nochmal zwei Amaterasu-Sachen, um die gute Amaterasu-Waffe zu kriegen. Was wäre denn seine Schwäche gewesen? Das jetzt mal einfach ran. Lag ich mit meiner Vermutung mit Gestein oder Wasser richtig? Luft wäre richtig gewesen, verdammt. So in Rot sieht der Vogel echt geil aus. Wisst ihr, was mir einfällt? Ich habe keine Nahrungsmittel zu mir genommen vor dem Kampf. Dabei habe ich die extra zurecht gemacht und habe die dann nicht genommen. Ist wieder so typisch für mich. Ach, da stehst du. Was ist das nächste Wort, was mein Arsch schwillt? Das ist eine sehr gute Frage. Die Schiege hat mir erzählt, was passiert ist. Ich habe mir schreckliche Sorgen um euch gemacht. Das war nichts. Das hoffe ich sehr. Ich glaube, ihr solltet alles etwas langsamer angehen.
Minatos Wiederaufbau liegt in euren Händen, wisst ihr? Ohne euch könnten wir das alles nicht schaffen. Und wie ich höre, habt ihr heute mal wieder einen ganzen Berg von Aufträgen bekommen. Hab ich? Ein guter Ansatz. Nun, da Amaterasu fort ist, besteht für uns keine unmittelbare Gefahr mehr. Es gibt also keinen Grund, die Sache zu überstürzen. Versuchen wir einfach langsame, aber stetige Fortschritte zu machen. Apropos, ich gehe mal wieder zurück zu meiner Schmiede. Kommt vor eurer nächsten Jagd gern nochmal vorbei, ja? Klingt gut. Viele Leute wollen was von mir. Seid ihr beschäftigt? Nein, aber gleich. Wenn du mir erzählst, was du von mir willst. Wurde auch Zeit. Ich habe einen Auftrag für euch. Ihr könnt mich auch nicht verlassen. Lasst mich doch erstmal ausreden. Ihr werdet euch wohl nie ändern. Nee. Die Sache ist die. Alle arbeiten sich die Finger wund beim Wiederaufbau. Aber es fehlt uns langsam an Geld. Deshalb haben sich Kogyoku und andere auf die Suche nach Käufern für unsere Waren gemacht. In der Zwischenzeit arbeiten wir hart daran, so viel wie möglich zum Verkauf zu produzieren. Doch nun gehen uns leider die Materialien aus. Wir brauchen noch Material von Lavarücken. Einen hattet ihr doch auf der Insel gejagt, oder? Wir brauchen etwas Starkes und Langlebiges. Damit können wir dann auch das Seelenrad reparieren. Ich frage euch nur ungern, aber ich habe keine Wahl. Es liegt also an euch. Hast du mich? Warum dieses Kackvieh? Kommt erst weiter, wenn ihr den Auftrag Ich will mir auch die Rüstung vom Amaterasu angucken. Die Ausrüstung, die euer Leben schützt, zu vernachlässigen, oder? Boah. Die Werte können sich sehen lassen beim jetzigen Stand. Guck mal, von dem Geitervieh könnte ich mir sogar was basteln. Das sieht aus wie so diese alten Daimyo-Rüstungen, die die früher getragen haben. Ja, Helme habe ich sowieso aus, dass man immer schön meine Friese sieht. Okay, Verheerungswiderstand. Das war das, was mich so genervt hatte, mehr oder weniger. Ich habe eigentlich kaum mitbekommen, was das gemacht hat. Das würde mir kaum was helfen. Das schon eher. Oh. Das klingt sehr, sehr nice. Auch das da klingt sehr nice. Also gefühlt alle 2 Minuten. Also die Rüstung würde sich auf jeden Fall lohnen. Problem ist, es wäre die Hölle dran zu kommen. Weil ich diesen Amaterasu ja noch ein paar Mal dafür umbringen müsste. Die Schlangenhaut, dafür müsste ich glaube ich auf Lowrank diese fliegenden Schlangen umbringen. Besondere Herausforderungen bei besonderen Aufgaben, sogenannten Herausforderungen, musst du dich bestimmten Waffen, Rüstungen und Fähigkeiten ein Kimono stellen. Diese Aufgaben sind für alle Waffentypen verfügbar. Ja, danke. Das ist das hier wahrscheinlich. Mächtiger Frostgrill, mächtiger Eisgrunzer. Mächtiges Kackvieh. Ist das ein neues Gebiet? Nee. Ich bin bei Kapitel 4 auf jeden Fall. Onyxstachel. Liliengleiter. Wie das einfach hier von Stufe 5, von Stufe 3 direkt auf 5 übergesprungen ist. Und die Herzsteine, die sind immer noch kacke. Wie wenig man bekommt. Gut, aber ich sollte erstmal hier die 2, die ich bisher nicht einmal gejagt habe, erstmal vernichten. Also den Perlmutschnabel und den anderen Vogel, wenn ich ihn mal finde. Die Hakenkralle, die habe ich ja noch gar nicht gejagt. Die müsste ich mal bekämpfen. Zusätzlich muss ich ja mit allen Leuten hier erstmal reden.
Ich habe mich schon gefragt, wann ihr euch wieder blicken lasst. Wir haben die Trümmer endlich beseitigt. Bald können wir also mit dem Wiederaufbau beginnen. Aber wo sollen wir anfangen? Was soll dieser Blick? Ihr seid das Herzstück dieser Stadt. Wen sollte ich denn sonst fragen? Ihr denkt euch einen Plan aus und ich und meine Leute werden ihn umsetzen. Klingt nach einem Plan. Ein weiteres Gebäude ist fertig. Aber Minato ist groß. Es gibt immer noch Platz für weitere Bauten. Hier, eine neue Tasche. Damit solltet ihr mehr Platz haben. Ein Zeichen unserer Wertschätzung von allen aus Minato. Ich arbeite dann mal. Das ist ein größerer Beutel für Lebensmittel. Aber das wird schon. Zwei Dinger mehr, wenn ich es richtig sehe. Darf ich? So, wie viel willst du jetzt haben? Könnt ihr mir helfen, das zu deuten? Hier, seht diese Notiz an. Ich sehe nicht, was drauf steht, aber ich sag mal, es ist ein Rätsel. Gewissermaßen. Ein altes Familiengeheimnis. Wenn ich sie alle entschlüssele und die richtigen Materialien beschaffe, enthülle ich eine besondere Geheimtechnik des Tsuruhashi-Clans. Mein Vater war dabei, sie mich zu lehren. Doch, nun, wie gesagt, wir gingen getrennte Wege. Also versuche ich, diese alten, kryptischen Notizen zu deuten. Könntet ihr sie für mich entschlüsseln? Ich habe herausgefunden, was hier gemeint ist. Das Material befindet sich in der Akikode-Schlucht. Doch den Rest muss ich euch überlassen. Keine Sorge, wenn ihr es nicht schafft. Vergesst dann einfach, dass ich gefragt habe. Okay. Haltet mich auf dem Laufenden. Sagt Bescheid, wenn ihr einen Auftrag habt. Reparaturen in der Stadt anfordern. Obwohl wir jetzt nur 2000 sind. Gibt es sonst noch? So. Gibt es sonst noch? Sagt Bescheid, wenn es noch etwas gibt. Da hinten ist ein Auftrag, da ist ein Auftrag, da ist ein Auftrag. Und da will jemand so unbedingt noch was von mir. Das wird wahrscheinlich auch wieder Unmengen an Geld fressen. Da oben oder hier unten? Von Karte eher nach oben aus. Schön, euch gesund und munter zu sehen. Was gut für die Bevölkerung ist, ist gut für die Stadt, sage ich immer. Die Tsuruhashi haben Minatos Handwerkerzunft neues Leben eingehaucht. Nach dem Amaterasu-Vorfall ziehen beim Wiederaufbau alle an einem Strang. Diese Ren ist eine Naturgewalt, nicht wahr? Sie sagte mir, dass sie als nächstes die Lagerhalle wieder aufbauen möchte. Ja, alles scheint seinen Gang zu gehen. Und doch gibt es da eine Fliege in der Suppe. Einige der Materialien, die wir benötigen, treffen nicht ein. Anscheinend ist der Grund dafür ein Kemono bei der Festung Fuyufusagi. Ja, wieder eine Sache, die ich auch gemacht. Ohne diese Materialien wird die neue Lagerhalle wohl niemals fertiggestellt werden können. Würdet ihr das Kemono jagen, das dafür verantwortlich ist? Die Situation ist auch ohne dieses Ärgernis schon schwierig genug. Unsere eigenen Handwerker und die des Tsuruhashi-Clans arbeiten gerade so gut zusammen. Ich will nichts dazwischen kommen lassen. Okay. Jetzt würde ich gerne einmal zu dem Laden gehen. Ich habe ja auch von dem Vieh irgendwas zum Verkaufen bekommen. Beim Amaterasu. Was ist das eigentlich für ein Fusionsding gewesen, was ich dem am Ende in den Rücken gejagt habe? Habe ich das? Pfahlramme. Okay, also wenn ich mich jetzt, ich wollte mir eine Wand suchen zum Festhalten, ich kann die da ja nehmen. Also wenn ich das richtig verstehe, wenn ich so an dem Vieh dran klebe, dann kann ich so einen Flock setzen und dann in ihn reinrammen.
Das jagt mich selber dann auch davon weg. Okay. Das kann ich auch nicht einfach so auf den Boden setzen. Das kann ich wirklich nur setzen, wenn ich an dem dran klebe. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal am nächstbesten Vieh ausprobieren. Wie wundervoll die Welt aussieht. Erstmal verkaufen. Lass mich einen Blick darauf werfen. Das ist das Amaterasu-Zeug, oder? Ja, hier die Schwanzfeder. 1350 nur. Da kriege ich ja vom, beim Eiskurzer mehr. Also da kriege ich ja mehrere auf einmal. Aber hey, Geld hat man nie. So, neue Gerüchte. Was sagt die Gerüchteküche? Ah, welch angenehmer Anblick. Darf ich wohl erneut eure umwerfenden Fähigkeiten in Anspruch nehmen? Es scheint, als ob die jüngsten Angriffe der Kemono das Reisen durch die Ernteschlucht deutlich unsicherer gemacht haben. Auch der Weg durch die vereiste Festung ist prekär. Und die See tobt unaufhörlich. Wie soll die scharlachrote Schatzkammer diese Zeiten überstehen? Habt ihr kein Mitleid mit einer armen Händlerin? Und wollt sogleich losziehen und diese lästigen Kemono in der Schlucht loswerden, um... Ah! Na, so eine Überraschung. Sie hat schon wieder eine neue Aufgabe für euch parat. Yatado, also wirklich. Es ist ein durchaus respektabler Jagdauftrag, den ihr mir in eurer Güte gewiss nicht abschlagen könnt, nicht wahr? Verführt die mich gerade? Oh, wie ihr mich verwöhnt. Eine richtige Entscheidung ist eben leicht zu treffen. Ihr lasst euch eh nicht belehren, das weiß ich. Trotzdem solltet ihr euch ab und zu trauen, Nein zu sagen. Was bedeutet dieses Wort Nein? Es besteht immer die Möglichkeit, dass ihr weit und breit kein Anzeichen eines Kemono vorfindet, wenn ihr in der Schlucht ankommt. Aber seid trotzdem vorsichtig. Wir könnten uns von eurem Tod nie erholen. Versucht einfach nicht zu sterben. Ich möchte nachts noch schlafen können. Der Junge wird langsam warm mit mir. Ihr werdet zweifellos alle meine Erwartungen erfüllen. Anfangs konnte der mich ja überhaupt nicht leiden. Über mir? Sieht noch über mir aus. Die Wogen des Wandels ziehen durch unsere Stadt. Ich werde mein Bestes geben, um jedes noch so flüchtige Detail in meinen Liedern einzufangen. Welch Elend und Leid Amaterasu über unsere Stadt gebracht hat. Viele würden einen so traurigen Tag unserer Geschichte nur zu gern vergessen. Verständlich. Aber man darf sich nicht nur an das letzte Kapitel der Geschichte erinnern. Nein, sie muss von Anfang bis Ende erzählt werden. Ich bin begierig auf jedes Detail, auf den Ablauf der Schlacht, darauf, wie in der dunkelsten Stunde dieser Stadt das Licht der Hoffnung erstrahlte. Also, erzählt mir vom mächtigen Vogel. Lasst mich die Geschichte eures Heldenmuts im Angesicht des übermächtigen Gegners hören. Kann ich die... was genau willst du jetzt von mir hören? Bevor ich hier runtergehe. Erstmal gucken, vielleicht findet das hier oben statt. Nein, das Symbol ist unten. Okay. Sicher ist sicher. Nicht, dass ich nochmal hier hoch muss. So, du willst noch was von mir? Derzeit kommt. Kann ich erstmal gucken. Ihr wollt wissen, was noch zu tun ist? Hier ist die Liste. Ha, ein paar Herzsteine. Das macht mich glücklich. Also gut. Oh, wenn ihr auf die Jagd geht, seid vorsichtig. Ich habe beunruhigende Gerüchte von den Händlern gehört.
beunruhigende Berichte. Die See um Minato ist in letzter Zeit sehr rau. Jingoro hat das bereits erwähnt, glaube ich. Die Leute sagen, dass das nur das Werk von Kemono sein kann. Hey, Natsume. Ach, entschuldigt die Unterbrechung. Da hinten wird reingemacht. Ich habe zufällig etwas mitgehört. Auch die Händler, die die Schmiede beliefern, haben zu kämpfen. Sie müssen Umwege nehmen, weil sie nicht übers Meer kommen können. Aber wir können niemanden bitten, das Kemono zu jagen, weil wir nicht wissen, wo es ist. Falls es überhaupt eines ist. Hm. Geht es euch gut, Nobu? Hm? Oh, ja. Ich denke nur nach. Was für eine Misere, nicht wahr? Ich habe kürzlich auch neue Lektüre aus dem hohen Norden bestellt. Aber das Buch konnte nicht über See geliefert werden, also musste der Händler durch die Schlucht reisen. Lange Rede, kurzer Sinn, er traf auf Kemono. In seiner Eile ließ er es fallen. Und dabei hatte ich mich schon gefreut, es zu lesen. Ich werde es später wohl selbst holen müssen. Nee, mach ich. Aus der Akikura-Schlucht? Solltet ihr nicht lieber einen Jäger fragen? Das wäre weit weniger riskant. Und zufälligerweise steht ein idealer Kandidat genau vor mir. Ich kann nicht wieder um Hilfe bitten. Ich sollte das Problem lösen. Oder auch nicht. Man sollte nicht den Bug riskieren, um das Heck zu retten. Na gut, dies ist eine formelle Bitte. Könntet ihr mein Buch aus der Ernteschlucht holen? Der Händler sagte, er habe es nahe einer Höhle verloren. Während ihr zur Schlucht aufbrecht, werde ich mich weiter umhören. Falls ich etwas herausfinde, kontaktiere ich euch über euer Karakuri. Klingt gut. So, und jetzt fehlt nur noch hier oben. Dann habe ich alle, die reden wollen, bequatscht. Ich bin so erschöpft. Was ist denn los? Ah, hallo. Seid ihr gekommen, um mir eure Hilfe bei der Reinigung des Badehauses anzubieten? Nein. Ich wollte euch nur necken. Ihr habt sicherlich alle Hände voll zu tun. Ich bin keine Putze. Ich bin zwar noch nicht lange der Aufseher dieses Badehauses, aber ich habe bereits gemerkt, welch hohe Ansprüche sie stellt. Sie wird mürrisch, wenn ich sie alleine lasse. Kaum wende ich ihr den Rücken zu, ist sie auch schon wieder schmutzig. Suzuran hat mir erklärt, dass Wasser in Bewegung bleiben muss, um nicht zu verschmutzen. Verunreinigtes Wasser kann Krankheiten verursachen oder giftige Kemono hervorbringen. Fürwahr, es klingt fast wie das Wasser des Todes. Das Badehaus sauber zu halten ist also meine höchste Priorität. Ich will keinen einzigen unreinen Tropfen in meinem kostbaren Wasser haben. Aber genug der Plauderei. Ich möchte, dass ihr eine Aufgabe für mich erledigt. Ihr müsst nicht putzen, keine Sorge. Ich möchte gerne ein neues Erholungsbad anbieten, aber ich brauche etwas Hilfe dabei. Auch Material? Ihr seid ziemlich scharfsinnig, nicht wahr? Genau das meine ich. Ich brauche Materialien von dem Goldstachel-Kemono in der Ernteschlucht, wenn ihr gewillt seid. Gewillt seid. Klingt so, als hätte ich eine Auswahl. Ich überlasse diesen kleinen Auftrag euch, aber geht kein Risiko ein. Nicht meinetwegen. Ach, irgendwann werde ich doch sowieso. Gibt es zwei verschiedene Amaterasus? Amaterasu? Defeated Nemesis Amaterasu. Da habe ich Auftrag. Okay. Ich hab viel vor mir.
Ja, ich wollte auf jeden Fall die Hakenkralle auf jeden Fall mal jetzt als eines der nächsten Monster vernichten und den Perlmutschnabel. Was ja auf jeden Fall spaßig wird, ne? Da kriege ich auch wieder Herzsteine. Ich würde vorher gucken hier nochmal. 6 Herzsteine fehlen. Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder bis zum nächsten Mal heftig am Farben bin, aber ich zumindest die Elementwaffen habe. Ich weiß das jetzt schon. Kann ich eigentlich irgendwas aufwerten, bevor ich losziehe? Was sich auch lohnen würde? Okay, die sammeln mittlerweile alles, kann das sein? Da kann ich räuchern. Gärbottich verbessern. Den Krug verbessern. Das hier klingt auch ganz praktisch. Vielleicht ist es dann schneller. Okay. Ich glaube, ich töte das Hühnchen zuerst. An dem werde ich auch direkt diesen Flock ausprobieren. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.